Heute Nachmittag auf der Tribüne Gerd vom Bruch, Trainer beim Ligakonkurrenten Alemannia Aachen, und Hans-Jürgen Boysen, Trainer beim nächsten Homburger Pokalgegner SV Sandhausen. Sie sahen durch Kem Karaca die erste Möglichkeit für die Lauterer. Gespielt waren zu diesem Zeitpunkt 19 Minuten. Trainer Werner Melzer, Ex-Profi der Lauterer auf der Trainerbank, konnte mit der Anfangsphase seiner Mannschaft zufrieden sein. Denn Tobias Weiß hätte hier beinahe die Führung erzielt. Wieder war es Peter Eich, der den Rückstand verhinderte. Auf der Homburger Bank konnte man erst etwa nach 25 Minuten zufrieden sein. Eichmann auf Theo Ruß und der trifft mit dem Kopfball nur den Pfosten. In dieser zweiten Hälfte der ersten Halbzeit wurde der FC Homburg nun stärker und übernahm das Kommando. Rudi Collins, der schon früh gekommen war, auf Belil, der setzt sich durch gegen Mario Becker. Und dann ist er da, der Torjäger Jacques Koumaï, erst mit der Brust, dann mit dem Fuß. Das 1:0 in der 41. Minute. Der energische Einsatz von Belil vorbei an Torhüter Antes. Und dann ist Jacques Koumaï einfach einen Schritt schneller. So kurz vor der Pause tat diese Führung natürlich sehr gut. Nach dem Pausenpfiff dann der erste Warnschuss durch Reiland. Die Lauterer wurden nun stärker und die Homburger zogen sich eigentlich unnötigerweise immer mehr in die eigene Hälfte zurück. Und immer wieder nach Freistößen waren sie gefährlich. Becker legt auf für Kobel, aber da war wieder Peter Eich. Auf den Torhüter des FC Homburg ist einfach immer wieder Verlass. Die Lauterer drängten weiter. Kostner wird hier überlaufen von Reiland. Der eingewechselte Weich. Und dann ist Tobias Weiß zur Stelle. Es war fast der logische Ausgleich. Die Lauterer hatten gedrückt, Homburg sich immer mehr einschnüren lassen und Werner Melzer wollte jetzt noch mehr. Aber was keiner geglaubt hatte, die Homburger wachten jetzt wieder auf. Hier Fehlpass von Dudek und dann wird Koumaï gehalten. Und die Entscheidung von Schiedsrichter Schneider aus Weise, konsequent und korrekt, rote Karte wegen Notbremse. Die Folge natürlich auch ein Freistoß für die Saarländer. Kostner, herrlich gehalten von Antes. Dann kommt Jacques Koumaï und Achtung, 1-2-3, drin war der Ball. 2:1 für die Homburger. Schauen Sie genau hin, zunächst die herrliche Parade von Antes. Dann ist Kobel am Ball, der Torhüter am Ball und schließlich vom Kopf von Tobias Weiß tropft die Kugel ins Netz. Koumaï hatte das Ganze eingeleitet und wurde auch als Torschütze genannt. Und jetzt war auch Homburgs Boss zufrieden. Und er konnte sich noch einmal freuen. Eine Minute vor dem Abpfiff. Die Lauterer hatten natürlich aufgemacht. Viel Raum jetzt für die Homburger. Koumaï, Kostner legt auf Collins und das Tor des Tages. Mit 3:1 gewann der FC Homburg am Ende etwas glücklich, aber doch verdient, weil die Mannschaft nach dem Ausgleich sich nicht hängen ließ, sondern doch noch nach vorne drängte und die Entscheidung besorgte. Jetzt hat man ein paar Tage zur Regeneration und dann geht es zur nächsten Auswärtsaufgabe nach Wattenscheid.